Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Freie Fahrt in Suderburg. Seit heute ist die Straßenbaumaßnahme an der Ortsdurchfahrt in Suderburg offiziell abgeschlossen. In einer Feierstunde trafen sich Vertreter von Landkreis und Samtgemeinde Suderburg. Wer das 2,6 Millionen Euro teure Projekt zahlt, das lesen Sie morgen. Der Baukhof in Klein-Süstädt geht neue Wege in der Putenzucht. In einem auf mehrere Jahre angelegten Projekt möchte das Team robuste Tiere züchten, die für die ökologische Haltung geeignet sind. Mehr zu den Hintergründen des Projektes lesen Sie ebenfalls am Dienstag in der AZ. Die Uelzner Ortsgruppe des Technischen Hilfswerkes arbeitet in dieser Woche mit an einer Großübung in Bruchhausen-Vilsen im Landkreis Diepholz. Dort wird bis zum 30. Juni für den Fall einer Katastrophe der Aufbau einer Behelfsbrücke über die Weser geprobt. Mehr als 100 Spezialisten der Fachgruppen Brückenbau Ostnorddeutschland sind am Training beteiligt. Wir werfen noch einen Blick auf das Wetter. Eine Regenzone weitet sich in der Heideregion aus. Während am Vormittag bei etwas Sonne nur vereinzelte Schauer unterwegs sind, werden diese am Nachmittag zahlreicher und vor allem intensiver. Örtlich können sogar Blitz und Donner dabei sein. Mit 17 Grad am Tag und bis 8 Grad in der Nacht bleiben die Temperaturen morgen leider eher bescheiden. Das war's mit AZTV für heute. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und sagen Tschüss und bis morgen.